Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. So, genau, das war hier unten. Und da gibt es dann auch noch eine kleine Sache. Das ist euer Ende! Rückzug, ungefiederter Abschaum! Das nehmen wir auch mal direkt noch auf. So. Kommt nur eine Schritt näher! Warum provoziert ihr sie immer? Fliegt ihr Narren! Hier gibt es nämlich irgendwo einen Teil und deswegen müsst ihr die Story bis hier gemacht haben. Da hinten ist er. Hier gibt es irgendwo einen Museumsteil. Ich weiß jetzt aber gerade auswendig, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, wo der ist. Der ist auf irgendeinem Haufen hier drauf. Und der ist auf jeden Fall hier im vorderen Teil. Aber da waren keine Gegner. Also der müsste... Ah, hier ist es, glaube ich, oder? Ne, mit der Aufseherin reden. Ich meine aber, das wäre dieser Teil, den wir jetzt gerade nicht aufheben können. Warum auch immer... Oder ist das... Okay, hier liegen wohl mehrere solcher Teile rum. Ich werde das Ganze nochmal in einem anderen Video so zusammenschneiden, dass wir alle Teile sehen. Aber dass ihr das schon mal im Hinterkopf behalten könnt, wenn ihr hier diese Museumsquest quasi macht, also nicht hier jetzt direkt im Gebiet, sondern allgemein, dann kommt ihr nämlich hier auch vorbei und dann müsst ihr da was einsammeln. Könnt ihr aber nur machen, wenn die Hauptstory durch ist. Klappen. Die Exarchen sind auf dem Rückzug. Wie sie piepsen wie die Küken und wie es ihnen ins Gedärm fährt. Die Zeit ist reif für einen Gegenangriff. Bereitet euch auf eure größte Herausforderung vor, Krähenfreundin. Der regungslose Wächter. Der regungslose Wächter? Ja, ja, die flugunfähigen Kultisten haben ihn beschworen, um ihre Schätze zu bewachen. Der Wächter ragt auf wie ein Berg aus Metall und Zorn. Wir können uns ihm nicht nähern. Doch als ungefiederte Riesen seid ihr womöglich gegen seinen Blick gefeit. In Ordnung. Ich werde mich um diesen regungslosen Wächter kümmern. Seht, Schwarzfedern! Unsere Riesen wappnet sich, den Wächter zu vernichten. Ja. Und wo muss ich jetzt hin? Ach, da hinten. Dann bin ich mal gespannt. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Oder muss ich hier komplett durchreiten? Ach, ich musste da komplett durchreiten. Okay. Machen wir das so. Alter, willst du mich hier verarschen? Wer hat denn bitte so auf mich geschossen, dass ich da runtergefallen bin? Ihr könnt mich mal... Ich habe keine Lust, mit euch allen zu kämpfen. Entweder alle zusammen oder gar nicht. Der regungslose Wächter. Ach, der Wächter. Unsere Riesen naht. So, kommt mal alle hier rein. Ich muss den regungslosen Wächter nämlich... So. Folgen die mir noch? Oder lassen die mich in Ruhe? Hallo? Die andere ist auch schon bei mir. Ich glaube, ich kann mich um den Wächter kümmern, oder? Hoffe ich mal. So, regungsloser Wächter, nimm das! Ihre Riesin hat den Wächter besiegt! Fliegt, Ixarch, fliegt! Sieg! Sieg für den Hof! Nun schwingt euch auf, Schwarzfedern! Zurück zum Herzog! Ja. Zurück zum Herzog. Wir gucken mal eben, ob wir hier noch irgendwas finden, was wir einsammeln können. Sieht aber nicht so aus. Dann wieder zum Eingangsbereich zurück. Mal gucken, ob mich jetzt hier schon wieder einer unterschießt. Oh, die sind so nervig hier, die Leute. Alter, ernsthaft jetzt. Muss ich wieder die Hälfte laufen. So geht das doch nicht.
Mit diesen schnuckligen Sandalen, die ich hier anhabe, kann ich doch nicht so laufen, Leute. So, der Gefiederte. Da muss ich hier wieder hoch. Kann man eventuell jetzt das Teil nehmen? Oder war das tatsächlich nicht das? Also ich glaube, es war tatsächlich nicht das. Hm. Wo ist der? Ich warte hier auf euch. Ich habe für heute genug Vögel verscheucht. Ja, kann ich verstehen. Sieg! Wir haben die Knochen blank gepickt und den Hort der Exarchen geplündert. Ein stolzer Tag für den Schwarzfederhof. Die Königin der Spreu hat einen Abgesandten geschickt, der um Verhandlungen bat. Ich habe einen Plan, sie ein für allemal zu verscheuchen. Doch dafür brauche ich eure Hilfe. Wartet einen Augenblick. Ihr sagtet, wenn ich die Exarchen besiege, gebt ihr mir den Schlüssel. Ich weiß, was ich gesagt habe, Küken! Wir haben die Exarchen noch nicht besiegt. Selbst in diesem Augenblick putzen sie ihr Gefieder und schärfen ihre Schnäbel. Sie werden immer wieder kommen, es sei denn, wir brechen den Willen ihrer Königin. Dies wird eure letzte Aufgabe sein. Ich schwöre, schwöre! Schön, aber das war's dann. Was ist euer Plan? Ein Trick! Eine List! Eine große Krähenränke! Trefft mich in dem Gebäude, das man das Inkarnatorium nennt. Ich werde alles erklären. Sprecht mit Luciana. Hier gibt's auch noch ein Buch, der Schwarzfederhof. Könnt ihr euch gerne wie immer durchlesen. Wir sind hier fertig, richtig? Wo ist der Schlüssel? Eine Aufgabe haben wir noch vor uns. Wir müssen die Königin der Exarchen verscheuchen. Ich glaube, ich habe mich wirklich sehr zurückgehalten und bin sehr freundlich gewesen. Aber jetzt bin ich damit durch, Befehle von einem sprechenden Vogel entgegenzunehmen. Ich bleibe hier, um den Eingang zu bewachen. Nur für den Fall, dass noch mehr Kultisten oder Daedra kommen. Beeilt euch einfach, in Ordnung? In Ordnung. Ich werde bald zurück sein. Das solltet ihr auch besser tun. Mit dem Schlüssel und ohne eine nervige fliegende Eskorte. Okay, dafür müssen wir jetzt wieder hier oben durch. Und hier runter. Sprecht mit dem Herzog der Krähen. Der ist in der anderen Richtung. Ich laufe natürlich genau falsch rum. War ja klar. So. Die Königin der Spreu wird bald eintreffen. Wir müssen ihr mit meiner Pracht den Atem verschlagen. Seid ihr bereit? Ich schätze schon. Was habt ihr vor? Wie habt ihr vor, das zu bewerkstelligen? Schaut euch um! Ich habe diesen Ort aus einem Grund gewählt. Überall Apparate zum Ziehen und Drücken. Wenn die schwingenlosen Diener der Stadt an ihnen herumspielen, drehen sich die Zahnräder und die Rohre quietschen. Ich muss die Königin der Spreu davon überzeugen, dass diese Maschinen mir und nur mir allein dienen. Ich soll also heimlich die Steuerung bedienen? Ja, genau. Eine Darbietung. Meine Beine mögen grazil und majestätisch sein, aber sie sind nicht stark genug, um diese Hebel zu betätigen. Ich brauche euch und eure fleischigen Hände. Wenn die Königin der Exarchen zur Zeugin meiner Macht wird, wird sie davonfliegen und nie mehr wiederkehren. Na gut. Wisst ihr, was eines dieser Steuerelemente genau macht? Natürlich nicht! Keine Zeit zum Planen mehr! Das Gefolge der Königin naht heran! Sucht euch ein Versteck! 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 Gut. Ein Versteck. Ich weiß nur nicht, wo ich mich verstecken soll. Oh, Herzog! Da hinten. Ihr kommt allein. Töricht! Das wird wohl einfacher, als ich dachte. Zeigt mir den Schlüssel, oder mein Schwarm zerfetzt euch! Ihr seid die närrin Spreukönigin. Ich gebiete nun über die Macht der Maschine. Ihr erwartet, dass ich das glaube? Gebt mir den Schlüssel oder wir picken euch in Stücke. Seht!
Zieht an einen der Hebel. Kann ich nicht. Ah, hier. Was? Ruhig, Exarchen. Es ist nur ein Trick. Erwacht, Maschinen! Erwacht! Zieht an einen weiteren Hebel. Zack. Ich lasse mir nicht drohen. Ich bin die Königin der Spreu. Euer Untergang ist nah. Meine Maschinen vernichten euch. Nein! Unmöglich! Nun, Königin der Spreu, sterbt ihr! Ich gebe auf! Solche Macht! Wo kam der denn jetzt her? Wir verlassen diesen verfluchten Ort. Ah, geschafft, Ungefiederte! Sieg für den Herzog! Sieg für den Schwarzfederhof! Wo kam das Viech denn jetzt gerade her, hä? Womöglich gibt es eine kleine Komplikation. Oh je, oh je. Das wäre um so vieles leichter, wenn ihr Gefieder hättet. Wovon redet ihr da? Ihr bringt mich doch jetzt zum Schlüssel, richtig? Das habe ich schon. Gewissermaßen. Ich habe den großen Preis in der Nähe versteckt. Doch in eurem Eifer, mich zu beeindrucken, habt ihr den falschen Schalter umgelegt. Jetzt ist die Tür, die zum Glänzendsten führt, blockiert. Blockiert! Ich kann durchfliegen, aber ihr müsst den langen Umweg außen herum nehmen. Welchen Umweg? Nach Norden. Ich werde meinen stolzen Ritter des Marks aussenden, um euch zu begleiten. Viel Glück! Oh je, na gut. Nach Norden heißt da auf der Karte. Folgt mir, Krähenfreundin! Die glitzerndsten Schätze warten! Na komm, ihr nervt mich doch sowieso. Ihr lauft mir wahrscheinlich wieder komplett bis zum Ende hinterher. Och, komm. Geh mir nicht auf den Sack. Ich will hier einfach nur durch. So, Moment. Links rum. Schätze. Ich wollte gerade sagen, Schätze, da kommen dann noch Gegner rum, die mich auf jeden Fall verfolgen. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Anscheinend nicht. Na gut. Dann ab hier rein. Holt euch den Schlüssel. Der Generalschlüssel. Endlich. Bleibt zurück, mein Herr. Nehmt das. Mein Retter. Nein. Natürlich muss es ein Krähenschrecken sein. Komm, benutzt den Schalter! Nö. Mach das so. Geht schneller. So, wo sind die Krähen? Beziehungsweise, habe ich den Schlüssel jetzt von ihm bekommen? Sprecht mit dem Herzog der Krähen? Oder hat der jetzt den Schlüssel oder was? Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den jetzt dabei habe. Aber die wollen ja, dass ich rausgehe. Dann gehen wir halt wieder raus. So, die Teile finde ich übrigens ziemlich cool hier, wo das Wasser so durchkommt. Darum. Unser Sieg über die Exarchen forderte einen hohen Preis. Mit Feder und Kralle war unser verlorener Ritter ein wahrer Held. Wir werden weder vergeben noch vergessen. Ich weiß nicht, in welches Schloss der Schatten den Schlüssel stecken will, den er gestohlen hat. Aber wir werden euch helfen, ihn aufzuhalten.
Also habe ich das doch richtig verstanden. Der Schatten hat den Schlüssel genommen und hat diesen Krähenschrecken quasi hinterlassen. Ihr werdet uns helfen, den Schatten von Sotasil und den Generalschlüssel zu finden? Ja, ihr seid ebenso sehr ein Mitglied dieses Hofes wie jede Krähe. Unsere schnellen Schwingen und scharfen Augen stehen zu euren Diensten. Findet den Schatten von Sotasil, nehmt euch den Schlüssel, den er stahl, und rächt meinen Ritter des Marks. Ja, da helfen die mir ja ganz toll mit. Eieieiei. Wo ist sie jetzt schon wieder? Moment, da hinten. Ihr seht mitgenommen aus. Was ist da drin geschehen? Der Schatten von Sotasil hat angegriffen. Er nahm sich den Schlüssel. Den Generalschlüssel. Der Generalschlüssel? Nocturne als Schlüssel? Verdammt. Ich hatte das immer vermutet, aber gehofft, dass dem nicht so wäre. Dieser Schlüssel ist ein transdimensionales Artefakt von unvorstellbarer Macht. Wir müssen ihn zurückbekommen. Wie sieht unser nächster Schritt aus? Der Omnivox-Alarm. Verschlagt! Jemand dringt ins Cogitum Centralis ein. Ich muss zurück zur Basilika. Trefft mich dort! Okay. Ich bin auf dem Weg. So, das war jetzt geradeaus und rechts. Hier rum. Links müssen wir rum. Läuft hier rum? Welchen Teil von versiegelt versteht ihr denn nicht? Der Schatten hat den Aufzug verhext. Wenn wir den Schlüssel hätten, den ihr verloren habt... Da geht es wieder los. Ich hatte es doch gesagt. Fürst Seth würde den Generalschlüssel nie in die Stadt lassen. Es muss eine andere Erklärung geben. Na dann erklärt es mir doch bitte, aber verwendet bitte kurze Worte. Ich will ja nicht, dass ihr euch überanstrengt. Ja, der ist ja wieder richtig nett heute. Ja. Ihr kommt gerade noch rechtzeitig. Ich weiß nicht, wie viel ich von Divites und Varunis Gezänk noch ertragen hätte. Was passiert jetzt? Es ist, wie ich es befürchtet hatte. Der Schatten ist in das Cogitum Centralis eingedrungen, den Sitz von Fürst Seths Macht. Wenn er den Kern erreicht, wenn er Fürst Seth von dem ausgerichteten Thron verdrängt, das dürfen wir nicht zulassen. Ihr solltet euch für die vor uns liegenden Schlachten stellen. Und wir können uns stehlen mit der Aktion Hinfort. Das bekommen wir als Belohnung für den Abschluss der Quest Verloren in Immergrau. Das solltet ihr euch merken, weil das müsst ihr nämlich abschließen, beziehungsweise angefangen haben, glaube ich, reicht dann, um halt eben dieses eine Teil zu kriegen. Einen Fertigkeitspunkt und einen passgenauen Gürtel vom Set Unermessliche Dunkelheit. Wir sind zu spät gekommen. Sobald der Schatten von Sotasil den Generalschlüssel an sich genommen hatte, glitt er ins Fundament und versiegelte alle Türen, die zum Cogitum Centralis führen. Für und Varuni versuchten, das Siegel zu brechen. Ihr seht ja selbst, was daraus geworden ist. Gibt es noch andere Routen zum Cognitum Centralis? Nein, keine. Fürst Seth entwarf das Cogitum so, dass es nahezu unmöglich ist, dort einzudringen. Und doch können sich die Kultisten ungehindert durch die Stadt bewegen. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Vielleicht können wir diese Art der Fortbewegung gegen sie verwenden, wenn wir herausfinden, wie sie sich durch die Stadt bewegen. Der Schatten von Sotasil hat einen finsteren Teich benutzt, um den Inkarnatorium zu entkommen. Ich habe einmal die Stäbe mit einem argonischen Magier gekreuzt. Er konnte durch Schatten springen und große Entfernungen binnen Sekunden überbrücken. Vielleicht ist das die Antwort? Irgendwelche Schattenportale? Wir brauchen mehr Informationen. Eine Innenperspektive. Wie sollen wir das bewerkstelligen? Wir haben diesen Bastard Gascone im Ostflügel eingesperrt. Er verbringt die meiste Zeit dumpf vor sich hinbrütend. Aber mit euch redet er vielleicht. Immerhin habt ihr sein Leben verschont. Fragt ihn nach diesem schattenhaften Teich, den ihr beschrieben habt. Falls es noch andere dieser Art gibt, müssen wir das wissen. Ihr habt ein Gefängnis in der Basilika? So in etwa. Unser System der Rechtsprechung ist recht rudimentär.
Vor allem deshalb, weil wir es so selten verwenden. Verstöße werden in den meisten Fällen mit Exil geahndet. Doch diese Sache mit Gascone und Clavicus Vile ist weitaus schwerwiegender als Forschungssabotage oder ein Plagiat. Ihr verbannt Leute wegen Plagiaten? Nicht immer. Manchmal schließen wir ihren Geist auch in einer unserer Besinnungskammern ein. Ich vermute, dass das wohl auch unseren ehemaligen Kanzler erwartet, falls wir das hier überhaupt lebend überstehen. Ihren Geist einschließen? In ein kognitives Gefängnis. Wir erzeugen ein Koma und schicken das Gehirn dann in eine rekursive Schleife. So wird der Verurteilte in einem mentalen Raum ohne Fluchtweg eingesperrt. Soweit ich weiß, haben wir das bisher nur 12 Mal gemacht. Das klingt recht extrem. Immer noch besser als eine standrechtliche Hinrichtung. Beachtet bitte, dass ich in Rehmanns Militär groß geworden bin. Ein Gedankengefängnis erscheint mir ziemlich milde. Was könnt ihr mir über den Generalschlüssel erzählen? Nur das, was ich als Studentin in den kaiserlichen Geschichtsbüchern gelesen habe. In unseren Bibliotheken gab es keine Bücher über Daedra oder deren Reliquien. Ich habe mich immer gegen das Verbot eingesetzt, aber der Kongress rührte sich kein Stück. Die Leute in ihm verstehen nicht, wie gefährlich diese Kreaturen sein können. Nun, was wisst ihr denn? Die daedrischen Fürsten übersäen die Welt mit ihren unheiligen Reliquien. Artefakten, die jene voller Gier und von schwachem Geiste verderben oder einlullen sollen. Hermeus Mora bietet ein Buch an. Tahite schenkt ein Schild. Nocturnal ist noch großzügiger. Sie bietet eine Maske, einen Bogen und einen Schlüssel. Den Generalschlüssel. Genau. Die Gelehrten sagen, der Schlüssel könne jedes Schloss öffnen und mag es noch so komplex sein. Manche meinen, dass es sogar Tore zu anderen Welten öffnen oder gar metaphorische Türen aufstoßen kann. Ich brauche euch nicht zu sagen, wie gefährlich diese Kraft sein könnte. Der Schatten von Sotasil will also das Zentrum der Statue-Uhrwerke aufschließen. Vielleicht will er sogar noch weiter. Fürst Seth hat sich selbst im Lauf der Jahrhunderte ausgiebig modifiziert. Ich glaube, der Schatten wird versuchen, Sotasil selbst aufzuschließen. Was ist das Cogitum Centralis genau? Das Herz der Stadt der Uhrwerke, der Sitz von Fürst Seths Macht. Dort verbringt er seine Phasen der Abgeschiedenheit. Er schmiedet die Zukunft, wie man so schön sagt. Nur sehr wenige Sterbliche haben je einen Fuß hineingesetzt. Habt ihr es schon einmal gesehen? Einmal, aber nur einen Augenblick lang. Ehrlich gesagt trat ich nicht mit frommem Herzen ein. Doch das ist eine Geschichte für ein andermal. Ich kann euch nur sagen, dass das Cogitum in der Mitte von... Nun ja, von allem existiert. Es ist die Achse, um die sich das Rad dreht. Ihr werdet es noch früh genug sehen. Seid ihr sicher, dass er überhaupt dort ist? Er muss dort sein. Wenn er auf Arteum wäre, wäre die Stadt in ihrem Schlummermodus eingefroren. Weniger Licht, langsamere Herstellung, eine Reduktion der Faktotumsdienste. Doch alles summt und knackt, wie es sollte. Er ist auf jeden Fall hier. Und sein Schatten weiß es. Okay. Ja, sprecht mit dem Kanzler. Ich würde sagen, da das Ganze hier dann doch schon ein bisschen länger geht und ich das vermutlich dann auch in 2 Teile aufsplitten werde, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.